nötiges Blut. Aber etwas ging schief. Klingt, als wäre es nicht nach Plan verlaufen. Saren und ich trennten uns, um die Suche auszuweiten. Und irgendwann gab es dann diese mächtige Explosion im Raffineriekern. Von offizieller Seite wurde sie als Unfall deklariert. Aber ich denke, Saren hat diese Explosion ausgelöst, um die feindlichen Wachen abzulenken. Wurde jemand verletzt? Gab es dabei viele Opfer? Ich glaube, das haben wir schon gehört, oder? Die Explosion hat die Raffinerie in Stücke gerissen. Es stand alles in Flammen. Schwarze Chemierauchwolken. Ja, drücken wir mal weg. In der Nähe. Saren, das ist egal. Das Ziel war eliminiert. Das Einzige, Sie haben recht, Commander. Die Vergangenheit hilft uns nicht weiter. Untersuchen. Würmeier, da. Wissen Sie etwas über Würmeier? Tut mir leid, Shepard. Von dem Ort habe ich vorher noch nie gehört. Da müssen Sie sich schon selbst ein Bild Baines. Machen. Baines. Was können Sie mir über Armistan Baines erzählen? Wo haben Sie den Namen gehört? Ist doch egal. Ich will es eigentlich gar nicht wissen. Baines ist tot. Sicher? Und war schon ziemlich lange. Die Leute, mit denen ich gesprochen habe, scheinen zu glauben, dass er noch lebt. Weil es nicht allgemein bekannt ist. Das Militär hat die Sache unter Verschluss gehalten. Baines hatte einen hochgeheimen Job für die Allianz erledigt. Nicht einmal ich wusste davon. Und eines Tages fand man ihn tot an Bord eines Spähschiffes. Jeder wusste, dass etwas faul an der Sache war. Aber es gab keine offizielle... Klingt verdächtig. Da wollte ganz sicher jemand etwas verbergen. Ich weiß nicht viel darüber. Sie sollten mit Admiral Kahoku sprechen. Eine seiner Crews wo hat Baines Leiche entdeckt. Können Sie mir sagen, wo ich ihn finde? Ich hörte, dass er im Turm sein soll, um den Rat zu überzeugen, Baines Tod zu untersuchen. Kann ich noch etwas für Sie tun? Ja, Artemis Tau Cluster. Was wissen Sie über den Artemis Tau Cluster? Nicht viel. Ich war noch nie dort. Eine Handvoll Systeme mit ein paar nicht verzeichneten Welten. Aber keine richtigen Kolonien. Das könnte schwierig werden, Dr. Zoni dort zu finden. Ich rate Ihnen, die Welt mit den proteanischen Ruinen aufzusuchen. Okay, auf Wiedersehen. Ich muss jetzt gehen. Kommen Sie einfach zu mir, wenn Sie Fragen haben. So, haben wir mit Captain Anderson auch gesprochen. Im Prinzip nichts Neues. So, untersucht wieder mal etwas. Und ich würde sagen, ich mache jetzt mal hier ein kleines Aufnahmepäuschen. Und wir sehen uns wieder in der nächsten Folge oder in den nächsten Sekunden. Ich speichere noch mal kurz zwischen. Und dann werden wir mal ein paar kleine Nebenmissionen machen. Mal schauen, was dabei herauskommt. Also, bis gleich. Tschö, tschö. Halli, hallo und herzlich willkommen zurück bei der neuen Folge von Let's Play Mass Effect. Ja, wo sind wir denn stehen geblieben hier das letzte Mal? Es ist jetzt wieder ungefähr eine Woche her, seitdem ich das letzte Mal gespielt habe. Und ich habe in der Zeit fleißig um unseren werten Kaidan getrauert. Ich weiß ja nicht, ob ihr die Gelegenheit auch dazu genutzt habt. Naja, wobei die Gelegenheit, was das heißt... Ja, ich glaube, ihr konntet die Gelegenheit noch gar nicht dazu nutzen, um Kaidan zu trauern, weil ihr ja ständig neu mit Folgen versorgt werdet und ich die Folgen immer schon im Voraus mache. Ja, also müsst ihr im Prinzip, nachdem ihr gesehen habt, dass Kaidan gestorben ist, eine Woche Pause einlegen mit Mass Effect Folgen schauen und trauern. Ja, so schaut's aus. So. Ein paar Texthänger hier und da heute mal wieder. Das ist ja wunderbar, es geht gut los. So, und wir sind dabei stehen geblieben, ein paar Nebenmissionen zu machen, die wir mal neben der Hauptmission machen. Ja, und da sieht man, wir haben eine wirkliche Menge. Ach, okay. Da sind natürlich auch schon einige aussortiert mit den Häkchen im Prinzip. Und wir schauen mal, was wir da jetzt so machen können. So, was haben wir denn hier? NES eroberte Basis zur Medizinforschung. Begeben Sie sich zur Krankenstation auf Koe im Kakus-System des Hades Gamma Cluster und eliminieren Sie dort die Biotika. Vermeiden Sie dabei zivil die Opfer. Ach, hier gibt es ja einige Missionen. Wo fangen wir denn an? Ungewöhnliche Signale, Systemuntersuchung. Ja, ich würde sagen, wir arbeiten uns einfach mal von unten nach oben. Und schauen mal, was man da so machen kann. So, begeben Sie sich in das Hydra-System des Argus-Roh-Clusters und starten Sie eine Untersuchung. Okay. Ich würde sagen, das machen wir mal ganz spontan. Bevor wir hier nicht wissen, was wir sonst noch machen sollen. Später können wir ja immer noch mal zur Zitadelle zurückkehren. Aber
Jetzt haben wir erst einmal wieder etwas zu tun. Und hier wüsste ich jetzt sowieso nicht, wo wir als nächstes hingehen können. Wir können auch später nochmal gerne in Koras Nest besuchen gehen. Und ja, mal schauen, wie man sich dort auf die eine oder andere Weise vergnügen kann. So, jetzt allerdings erst einmal zur... Wohin denn eigentlich? Zur C-Sicherheitsakademie will ich. Zitadell-Sicherheitsdienst. Ja, ich glaube, das ist es. Denn dort können wir ja zum Raumhafen zurückkehren, um an Bord der Normandie zu gehen und um uns in ein neues und aufregendes, spannendes System zu beamen. So, ich hoffe mal Partyfahrstuhl. Ach, schade, keine Partymusik. Aber bestimmt kommt gleich wieder die ein oder andere Information. Ich bin erstaunt, dass sie bereit sind, ihre eigenen Leute zu töten, Rex. Stehen die Kroganer nicht kurz vor dem Aussterben? Sie verstehen das nicht. Trotz all des Geredes über Ehre und Stolz mussten die Turianer ihre Prinzipien doch noch nie im Kampf auf die Probe stellen. Jeder, der gegen uns kämpft, ist entweder dumm oder steht in Sarens Diensten. Letztere zu töten gehört zum Geschäft. Erstere zu töten ist eine Gunst des Universums. Ah ja. Rex, du stellst deine Rasse wirklich nicht in den Schatten und vertrittst sie, wie man sie nur vertreten kann. Wunderbar, souverän und perfekt. So. So, die Normandie, die sieht gut aus, würde ich sagen. Gibt es da irgendwas zu checken? Irgendwelche Flügel? Ach, da, was haben wir da? Normandie-Hülle inspizieren. Ja, die sieht im Prinzip gut aus. Und da sieht auch alles super, prächtig, wunderbar aus. An unserem Schiff geht so schnell nichts kaputt. So, und dann gehen wir mal hinein, spaziert und werden gleich wieder dekontaminiert. Von sämtlichen Ehek-Erregern oder irgendwelchen Keimen, die wir während unseres Spaziergangs auf der Zitadelle mit bereithalten, aufgenommen haben. Dekontamination aktiv. Dekontamination aktiv. Dekontamination. Ja, war es jetzt erfolgreich oder hat man gar nicht mehr Logbuch. Verstanden? Logbuch. Kommandant ist an Land gegangen. Executive Officer Presley hat das Kommando. Hä, Executor Officer Presley hat das Kommando? Ich bin wieder da an Bord, Shepard. Ich habe das Kommando, nicht Executor Presley Officer. So, Arcus Roh Cluster hieß das, glaube ich. Ich guck noch mal kurz rein. Wir wollten von unten anfangen. So, ungewöhnliche Signale. Arcus Roh Cluster, da müssen wir in das Hydra-System. So, mal kurz speichern. Welcher war denn jetzt was? Zitadell Präsidium? Ja, ich glaube, der hier oben ist der aktuellste. So, 13 Stunden Spielzeit, schon über 13 Stunden. Also, gucken. Na. Neuer Nachrichteneingang. Stelle durch. Okay. Commander, die Story von Miss Al-Jelani über Sie wurde gerade veröffentlicht. Sie hätte Sie nicht so überfallen dürfen, aber Sie haben sich gut aus der Affäre gezogen. Ja, ich habe getan, was ich konnte. Wir waren verschiedener Meinung, Sir. Ich hoffe aber, dass sie von meiner Aufrichtigkeit überzeugt ist. Sie haben sich sehr gut verhalten, Commander. Sie hat sich unmöglich benommen. Aber da ist noch eine andere Sache. Die Zitadelle hat versucht, es runterzuspielen, dass Saren außer Kontrolle ist. Keine gute Werbung für die Spectres. Ihn zu erwähnen, war politisch nicht klug. Ja, das tut mir leid. Das war mein erstes Interview. Was soll ich machen? Ich war mir dessen nicht bewusst. Ich werde ihn nicht wieder erwähnen, Sir. Zumindest wäre ich Ihnen dafür dankbar, Commander. Aber ich will sie nicht länger aufhalten. Fünfte Flotte Ende. So, fünfte Flotte Ende. Und wir begeben uns jetzt hinaus. Und nochmal hinaus. Und nochmal hinaus. In den Argos Roh Cluster. Ja, woher wissen wir jetzt, wo der X ist? Ach so, müssen wir jetzt Hades Gamma Cluster, Voyager Cluster, Maronsee, Argos Roh Cluster. Da haben wir ihn. Ins Hydra-System. Yep. So, alle Systeme sind wieder bereit und wir starten unsere
Ja, es ist unsere erste Nebenmission? Ja, so richtig, mit Systemwechsel und so, es ist unsere erste Nebenmission. So. Müssen wir da jetzt irgendwo hin, oder was? Gehen wir mal hier auf Thea. Thea ist ein Herauszoomen. Ach, da können wir gar nicht hin. Können wir denn auf Medgos... Neuer Nachrichteneingang. Stelle durch. Och, schon wieder was. Allgemeiner Notruf. Medizinischer Transporter Sacred Angel. Kritisches Systemversagen. Verlieren Energie. Notlandung. Argus Rot. Wiederhole. Argus Rot. Kommunikation fällt aus. Lebenserhaltung. Notfalltransponder. Fällt aus. Bitte beeilen Sie sich. Ach, was ist denn hier? Hier gibt's ja irgendwelche... Achtung, Warnung, Hitzegefahr der Stufe 2. Medgus ist ein großer terrestrischer Planet mit einer Atmosphäre aus Kohlenstoffdioxid und Stickstoff. Die heiße Oberfläche des Planeten besteht hauptsächlich aus Nickel mit Vorkommen an Kalium und Schwermetallen. Der Planet gilt als mineralogische Schatzkiste, weil die ständigen Vulkanausbrüche konzentrierte Schwermetalle an die Oberfläche spülen. Medgus ist eine unwirtliche und gefährliche Welt. Selbst kurze Expeditionen müssen perfekt ausgerüstet und bestens geplant werden. Mit seiner hohen Masse, den hitzesteuernden Wolken und den ständigen Vulkanaktivitäten ist Medgus auf bestem Wege, eine ähnliche Dampfkesselwelt wie die Venus zu werden. Ach du Scheiße, dann landen wir mal. Hitze ist auf jeden Fall besser wie Kälte. So, und wen nehmen wir denn mit? Hitze mag bestimmt der Rex sehr gerne. Und der Garrus, der ist doch auch schon ein eingefleischtes Squad-Mitglied. Squad annehmen. Annehmen. So, wo sind wir denn jetzt hier gelandet? Irgendwo nirgendwo. Hier kann man nirgendwo hoch, wie es aussieht. Naja, wir fahren mal einfach drauf zu. Und schauen mal, wo wir dabei rauskommen werden. Wobei, gibt es ja eine Karte? So, wo sind wir eigentlich? Wir sind da. Anomalie, Transponder-Signal, Trümmer. Okay, dann steuern wir erst einmal in diese Richtung da vorne. Da haben wir eine Anomalie, wie es scheint. Oder ein Trümmerfeld, oder? Ach du Scheiße, ist das hier eine bergige Welt? Da muss man erstmal klarkommen hier. Hier lernt man jetzt richtig mal das Transporter-Vehikel hier einzusetzen. Ich habe den Namen leider schon wieder vergessen. Aber das tut ja nichts zur Sache, wie irgendetwas heißt. So, wie kommen wir hier am besten rüber? Am besten hier lang. Wow, wow. Heilige. Ach du Scheiße. Ja, irgendwie drüber heizen ist im Prinzip immer gut. Jawoll, so fährt man. Guckt's euch an. Oh, so fährt man. Da ist das Wrack. Das Signal muss von dort kommen. Da ist das Wrack. Ich habe ein ganz ungutes Gefühl. Ja, da sind wir noch etwas weiter entfernt. Geht. Das ist eine Falle. Geht. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße, wir sind... Ach du Scheiße, ach du Scheiße. Haben wir die nicht einfach überfahren? Wow, 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 wow. Ey, Freunde hier, immer langsam mal mit den jungen Pferden. So, ich würde die am liebsten alle einfach wegklatschen und überfahren. Jawoll, getroffen. So, wo ist der andere? Du Bock. Kann man dich umklatschen? So, ja, einfach umfahren. Das ist immer eine gute Lösung. Zack.